Das nennst du also ein Team? Mich und mein Schwein schlagt ihr nie und nimmer. Warte, du machst auch beim Piggy 500-Rennen mit, Crusher? Naja, klar, klar mache ich mit. Ich und mein Schwein. Slop. Oink. Entschuldige, Crusher, aber wenn ihr dieses Rennen gewinnen wollt, dann müsst ihr mich schlagen und Zippy, das schnellste Rennschwein weit und breit. Also, wir sehen uns dann beim Start. Klar doch, klar. Oh ja, da sehen wir euch. Komm mit, Slop. Crusher! Crusher? Ach, Crusher, ich kann's kaum erwarten, dich und dein Schwein beim Rennen zu sehen. Slop ist bestimmt ein superschnelles Rennschwein. Hab ich recht? Ach, Piggy, Slop ist doch kein Rennschwein. Nein, was viel Besseres. Er ist ein Schummelschwein. Ein Schummelschwein? Oink, oink. Sieh genau hin. Ich glaube, Slop fängt mit der Schummelei schon an. Oh, er holt die Luftballons. Ich bin gespannt, was er damit vorhat. Er bindet sie an dem Heustapel fest. Oh, und jetzt schwebt Zippy von der Rennstrecke davon. So ein Rost. Das war super schlau geschummelt, Slop. Zippy loszuwerden war echt eine geniale Idee. Oink, oink. Schlag ein! Git. Ladies und Gentle Trucks, das Piggy 500-Rennen startet in wenigen Minuten. Wenn also noch jemand Popcorn will, sollte er sich schleunigst anstellen. Popcorn! Miam! Kommt, Leute, wir müssen uns hier anstellen. Uns anstellen? Puh, Slop und ich stellt uns doch nicht an. Macht ihr nicht? Oink, oink. Aber wie wollt ihr denn dann Popcorn kriegen? Wir werden einfach schummeln. Stimmt, Slop? Oink. Okay, Slop, das ist der Plan. Ich zähle bis drei, dann nehmen wir die Angel und schnappen uns eine Tüte Popcorn. Bereit? Eins, zwei, drei, schummeln! Und jetzt schnapp ich mir das Popcorn. Das fühlt sich nach einem Rieseneimer Popcorn an. Oh, toll, da kommt es. Igitt. Ich stelle mich an, ich stelle mich an. So ein toller Tag und ich stelle mich an. Oh, hallo Jungs. Hier stellen sich alle an, um vor dem Rennen noch ein Getränk zu holen. Stellt ihr euch auch mit an? Wir und anstellen? Warum sollte man sich anstellen, wenn man auch schummeln kann? Ich und Slop benutzen eine Rampe, um über alle in der Schlange zu springen. Dann bekommen wir unsere Getränke zuerst. Bereit, Slop? Eins, zwei, drei, schummeln! Wir holen uns eine Limo, wir holen uns eine Limo, wir holen uns eine... Da! Zu hoch! Da. Geht's. Auf die Plätze! Fertig? Los!
führen das Feld an. Aber nicht mehr lange. Blaze, Darla und Zippy liegen dicht hinter ihnen. Was? Sie liegen dicht hinter uns? Oh, na los, Slop. Tun wir, was wir am besten können. Schummel! Oh, passt auf! Oh nein, sie haben die Brücke zerstört. Macht's gut! Zippy dachte, er wird Erster, doch nun wird er nur Letzter. Das nicht, Slop. Warum haben wir das Rennen nicht gewonnen? Wie meinst du das? Ich hab nicht genug geschummelt? Ich hab zu wenig geschummelt? Vielleicht hast ja du zu wenig geschummelt. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Was kann schon so toll an diesem Looping hier sein? Ich bin schon durch eine Million Loopings gefahren. Der ist wirklich hoch. Oh Mann, wir sind noch nie durch einen Looping gefahren, der so extrem hoch war. Aber du kennst ja das Sprichwort. Man weiß erst, ob man etwas kann, wenn man es versucht hat. Also, Achtung, ich komme! Geschafft! Ja! Gut gemacht, Picky. Wenn Picky diesen Looping hier schafft, dann muss er ja echt kinderleicht sein. Ich wette, ich schaff das mit geschlossenen Augen. Hui! Hui! Tada! Oh, oh. Ekelmüll. Ich bin voll im Müll gelandet. Oh Mann, da ist ja alles voller Müll. Aber keine Sorge, ich helfe dir beim Aufräumen. Ja, wir helfen alle mit. Kommt, los geht's. Jeder schnappt sich einen Besen und dann wird losgefegt. Ich fege alles weg, ich fege alles weg. Ich fege, fege, fege und fege alles weg. Das Zusammenfegen dauert auch ewig mit diesem dämlichen Besen. Warte, ich baue einfach eine Maschine, die das ganze Fegen für uns erledigt. Ich habe den grandiosesten Staubsauger der Welt gebaut. Ich nenne ihn den Saugomat. Ja, Saugomat. Du bist großartig! Um dich anzuschalten, muss ich einfach nur diese drei Knöpfe drücken. Zuerst diesen roten Knopf. Und dann den grünen Knopf. Und zuletzt den blauen Knopf. Er funktioniert! Okay, Saugomat, jetzt saug mal schön diesen Dreck weg. Hoho. Seht nur, wie schnell mein Saugomat ist. Er saugt die Bananenschalen weg und die alten Dosen. Er saugt sogar das Wasser aus dem Brunnen. Warte, das war kein Müll. Nicht doch! Mein Saugomat macht ja alles falsch. Anstatt nur den Müll einzusaugen, saugt er gleich alles ein. Ah! Saugomat? So geht richtiges Saubermachen nicht. Hör sofort damit auf! Saugomat! Ich hab gesagt, hör auf, Zeug einzusaugen, das gar kein Müll ist! Da! Saugomat, jetzt hast du sogar mich eingesaugt! Hoho! Da ist ja ein Saugroboter! Und er hat auch Crusher eingesaugt! Holt mich hier raus! Oh nein! Crusher braucht Hilfe! Jemand muss das Ding wieder abschalten und ihn retten. Komm mit, Picky. Gemeinsam können wir es schaffen. Ihr und ich? Gemeinsam? Oh Mann! Ich habe noch nie jemanden aus einem riesengroßen, durchgedrehten Staubsauger gerettet. Aber ihr kennt ja das Sprichwort. Man weiß erst, ob man etwas kann, wenn man es versucht hat. Also dann los! Folgen wir dem Saugroboter!
Crusher, du bist wieder da. Oh, ich bin frei. Ich hätte nie gedacht, dass du das schaffst, Picky. Aber du hast es geschafft. Du hast mich tatsächlich gerettet. Oh, naja, weißt du, ich hatte noch nie zuvor meinen besten Freund aus einem wild gewordenen Staubsauger gerettet. Aber ihr kennt ja das Sprichwort. Man weiß erst, ob man etwas kann, wenn man es versucht hat. Ja! Juhu! Weiter, du Leute, weiter! Los, los, los! Ja! Vom ständigen Jubeln werde ich langsam ganz hungrig. Ich brauche eine kleine Stärkung. Oho! Hot Dogs! Oh Mann, diese Hot Dogs sehen aber heiß aus. So richtig, richtig heiß. Und jetzt brennen sie sogar. Oh nein, der ganze Hotdog-Stand geht in Flammen auf. Ich muss sofort Hilfe holen. Und ich weiß auch schon, wen ich rufe. Blaze, AJ, bitte komm. Das ist Picky. Hört mal, Jungs, ihr müsst ganz schnell herkommen. Hier gibt's einen echten Notfall. Rostfleck, es brennt. Und zwar direkt an der Ziellinie. Wir müssen uns beeilen und das Feuer löschen. Schnell! Er hat mich besiegt. Oh, wow, das war ja unglaublich. Du bist ein richtiger Held, Blaze. Oh, danke, Picky. Du warst auch toll. Du hast wirklich genau das Richtige getan. Wenn man sieht, dass es brennt, dann ruft man Hilfe. Och, na ja. Weißt du, ich hab nur meine Pflicht erfüllt. Oh Mann, dieser Blaze hat heute eine echte Siegessträhne, was? Zuerst hat er dich beim Rennen geschlagen. Gleich danach hat er ein Feuer gelöscht. Und das Allerbeste, er hat die Hotdogs gerettet. Ach, sei doch nicht traurig, Crusher. Hier, vielleicht heitert dich ein bisschen von meinem Hotdog auf. Igitt, nein, ich will keinen Hotdog. Das Einzige, was mich aufheitern könnte, wäre... Oh, Eiscreme. Oh, wie schade, Crusher. Ich habe leider keine Eiscreme. Dann muss ich mir eben selber welche machen. Ich baue mir... eine super-duper Eismaschine. Oh ja, super lecker. Crusher, meinst du nicht, das sind jetzt genug Kugeln? Jetzt, wo du es erwähnst. Nein, ich will noch viel mehr Eiskugeln. Mehr, mehr. Spritze alles Eis weg mit dem Schlauch. Wow! Mann, ich hätte nie gedacht, dass Eis wegputzen so viel Spaß machen kann. Ach, klar macht dir das Putzen Spaß. Du hast ja schließlich auch den Schlauch. Und ich habe nur den blöden alten Mob. Hey, lass uns tauschen. Hier, ich nehme den Mob und du kriegst dafür... den Schlauch. Geh in Deckung, Picky. Jetzt spritze ich das Eis mit einem riesengroßen Wasserschwall weg. Eins, zwei, drei, Wasser! Wasser! Hä? Da kommt ja gar nichts raus. Hallo, Wasser! Bist du da drin? Das ist aber komisch. Wieso kommt denn da kein Wasser raus? Warte, ich weiß schon, woran's liegt. Ich, Dummerchen, stehe ja auf dem Schlauch. Aufhören! Lass mich runter! Stopp! Ich lieb, lieb Halloween, wee, wee, wee. Kapier ich nicht. Wieso stehen alle so auf Halloween? Crusher, Halloween ist doch das Beste! Man darf sich an dem Tag verkleiden, man darf ganz lange draußen bleiben und man kriegt Süßigkeiten! Warte, man kriegt Süßigkeiten? Na klar!
Und zwar haufenweise. Guck doch mal, wie viele Süßigkeiten Blaze und seine Freunde schon gesammelt haben. Oh, Piggy, ich will die Süßigkeiten haben. Und ich weiß auch, wie ich das anstelle. Indem du Süßes oder Saures spielst? Nein, ich spiele lieber Süßes oder klau es. Bin ich nicht toll, Piggy? Ich habe den weltweit allerersten Halloween-Süßigkeiten-Mopser erfunden. Ja! Weiter so, Süßigkeiten-Mopser. Ich will noch mehr Süßigkeiten. Okay, Süßigkeiten-Mopser. Du kannst jetzt aufhören. Aufhören, Mopser. Stopp! Aufhören! Hey, Crusher, soll ich dir mal verraten, was ich an Halloween am allerliebsten mag? Ich verrat's dir, dass man sich verkleiden darf. Ist doch klar. Magst du das auch am meisten an Halloween? Nein, am allermeisten mag ich die Süßigkeiten. Schon bald gehören die Süßigkeiten von Blaze und seinen Freunden mir. Und wenn ich sie hab, dann mach ich. Stimmt's, Piggy? Was ist das? Sieht aus wie ein großes... gruseliges Monster! Hey, Crusher! Wie gefällt dir eigentlich mein neues Kostüm? Ich bin ein Schmetterling! Haha! Das klingt nach Blaze! Blaze? Oh, nein, die wollen bestimmt ihren Süßkram zurückholen. Wie kann ich sie denn bloß aufhalten? Aha, jetzt weiß ich, was ich tun muss. Achtung! Verflixt! Oh nein, Crush hat uns den Weg versperrt. Steine rühren sich nicht. Süßkram, Süßkram, Süßkram. Dann esse ich alles auf, njam, njam, njam. Dann esse ich Schoko und Gummibärchen und ein großes, haariges Monster. Ein großes, haariges Monster? Hey, Crusher, guck mal. Ich hab ein neues Kostüm. Ich bin ein Schuh. Sieh nur, Crusher, da ist ja schon wieder Blaze. Was? Ich muss mir was Schlaues einfallen lassen, um ihn endlich endgültig aufzuhalten. Ich hab's. Guck mal, Piggy. Blaze und seine Freunde kommen nie und nimmer vorbei an dieser Roboter-Kürbiskanone. Eine Roboter-Kürbiskanone? Hä? Ich frag mich, was die so kann. Ha. Hey, Leute. Seht euch mal den coolen Schatten an. Darrington, pass auf! Puh, das war echt knapp. Oh, oh, Vorsicht! Geht in Deckung! Keiner kann mich jetzt mehr hindern, die Süßigkeiten zu klauen. Weder Blaze, noch seine Freunde, nicht mal diese riesige, gruselige Fledermaus! So schnell, Crusher! Ja. Warte auf mich! Klasse! Wir haben's geschafft! Ich kann's nicht fassen, dass ich nichts Süßes abgekriegt habe. Keine Sorge, Crusher. Dir bleibt noch genug Zeit für Süßes oder Saures. Du musst dich einfach nur verkleiden und an verschiedenen Türen klopfen. Oder ich hol mir einfach was Süßes aus dem Paket hier drüben. Ja? Woher weißt du, dass in dem Paket was Süßes ist? Ich weiß einfach, dass da was Süßes drin ist. Ich wette, da sind Lutscher drin und leckere Lakritze. Und eine Spinne! Ja, eine süße Kitzelspinne. Rennwagen! Crusher! Ja, ich sehe so cool aus und so schnittig und so... Oh, oh. Oh,
Sieh uns an, Crusher. Wir sind Rennwagen. Juhu! Oh, ist das ein Spoiler? Wir haben sogar Spoiler. Ja! Der schnellste Rennwagen auf Platz 1. Und dieser Rennwagen bin ich. Snacks, hier gibt's leckere Snacks. Leckere Snacks. Nur hier. Vicky? Oh, hey, Crusher. Willst du mal einen meiner köstlichen Rennwagen-Snacks kosten? Jetzt, wo du sagst, ich könnte schon einen Snack vertragen. Oh, klasse. Wie wär's mit einer Banane oder einem Joghurt? Ich glaube, ich nehme beides. Oh, und noch eine Brezel. Und Popcorn. Und einen Apfel. Oh, und ein paar Eier. Hey, den Muffin. Okay, sei vorsichtig. Und noch eins von den Dingern hier. Hey, sieh mal, da sind Blaze und die anderen Rennwagen-Crusher. Blaze? Und ich habe gedacht, ich hätte die Typen abgehängt. Und was mache ich jetzt? Ich werde schummeln. Diese Rennwagen kommen nie und nimmer an meinen Glibberschleimkanonen vorbei. Oh, das ist interessant. Ich hab noch nie... Ja, der Schleim ist wirklich ziemlich glibberig. An die Arbeit, Schleimkanonen. Haltet die Rennwagen mit eurem glitschigen Glibber auf. Guten Rutsch. Rennwagen-Crusher gewinnt das Rennen. Es fühlt sich so cool an, das Rennen zu gewinnen. Nachos! Leckere Nachos! Hä? Hola, Crusher! Wie wär's mit einer kleinen Nacho-Pause? Oh, Nachos! Du magst deine Nachos doch bestimmt mit Käse. Oh ja, und noch ein bisschen Soße drauf. Oh, und Peperoni und Guacamole und Bohnen und noch mehr Käse. Wow, mucho Nachos. Oh, und Zwiebeln. Oh hey, ist das nicht Blaze? Was? Oh, die haben mich ja schon wieder eingeholt. Was mache ich denn jetzt? Na ja, du könntest die Nachos mit ihnen teilen. Ha, ich hab's. Ich schummle. Ich könnte mit der Säge die Rennstrecke unterbrechen. Ich höre die Vögelein zwitschern. Und ich höre die Frösche quaken. Säg hört eine Säge sägen. Eine Säge? Aber wer sollte mitten während des Rennens sägen? Crusher! Ich wette, damit hat keiner von euch gerechnet. Und runter damit! Sorry, ihr Lampenenten, aber niemand kommt vor mir da oben an. Oh Mann! Crusher ist schon fast oben am Ziel. Dann wird es jetzt wohl Zeit für unseren Turbo Speed. Ja! Ja! Damit wir Turbo schnell fahren können, ruft Gib Speed! Gib Speed! Ja! Da ist die Ziellinie! Gleich hab ich gewonnen! Was? Was? Ja, wir haben es geschafft! Wir haben das Rennen gewonnen! Platz da! Keine Fotos bitte und keine Autogramme. Keine Zeit für sowas. Crusher! Crusher, Liebling! Dein allergrößter Fan ist hier, um dein Rennen zu sehen. Die Stimme kenne ich doch. Das ist meine Omi! Crushy! Ja, Omilein, wie schön, dass du hier bist. Oh, ich freue mich auch, Süßer. Ich möchte dein Rennen sehen. Oho, du meinst, du kommst, um mich gewinnen zu sehen. Oh, Crushy, für mich ist nur wichtig, dass du dein Bestes gibst. Oh. Achtung, alle Teilnehmer an den Start. Oh, viel Glück, Süßer. Danke, Omilein. Wir sehen uns an der Ziellinie.
Crusher, wer ist das? Das ist meine Omi. Sie ist die Allerbeste. Hab dich lieb, Omilein. Okay, Renntrucks. Auf die Plätze. Fertig. Los. Omi, guck zu mir! Ich gewinne! Ich seh dich, Süßer! Du bist wirklich schnell! Oh, wenn Omilein mich jetzt schon schnell findet, was sagt sie dann erst dazu? Gleich bin ich der allerschnellste Monster-Truck mit meinen Raketenski! Omi! Hey, Omi! Guck mal, wie schnell ich jetzt bin! Stopp, Raketenski! Ihr fahrt in die falsche Richtung! Crusher, wo willst du denn hin? Zum Ziel geht's doch da lang! Ich kann nicht stoppen mit den Raketenski! Oh je! Yeah. Crusher hat die Arena verlassen! Crushy! Es geht dir gut! Omi, du hast es geschafft! Du hast mich gerettet! Oh, Omi würde doch alles für dich tun, mein süßer kleiner Schnucki-Crushy! Mein Babylein! Zum Glück geht's dir gut, Crushy. Ich meinte Crusher. Ja, und du hast eine echt coole Omi. Hey, ich habe eine tolle Idee. Wollen wir das nicht feiern mit ein paar kleinen Eiskugeln? Oh, ja! Das klingt lecker! Ja. Was denn für Eissorten, Omi? Jede Sorte, die du willst, Schätzchen. Oh, dann nehme ich Vanille. Nein, halt, ich nehme lieber Erdbeere. Nein, Schokolade. Oder Kirsche. Nein, Schokokirsche. Ach, nicht weinen, mein Großer. Alles wird wieder gut. Hey du, Crusher, was ist denn los? Ich will doch sauber und blitzblank für den Reifenhausen Grand Prix aussehen. Aber ich bin schrecklich schmutzig. Ach, keine Sorge, Crusher. Ich krieg das schon hin. Ich nehme einfach meine super Fernsteuerung. Und schon bist du sauber. Ja. Oh ja, jetzt bin ich sauber und blitzblank fürs Rennen. Oh wow, Crusher, ist Gabbys Fernsteuerung nicht der Wahnsinn? Ich meine, wenn du so eine Fernsteuerung hättest, könntest du Dinge reparieren, den Leuten helfen und... Mogeln! Oh, Piggy, ich habe gerade eine super Idee. Ich stehle die Fernsteuerung und benutze sie, um den Reifenhausen Grand Prix zu gewinnen. Oh ja! Okay, aber die Sache ist nur, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute... Oh Mann! Ich hab sie! Meine Fernsteuerung! Lace, AJ, es gibt ein Problem. Crusher hat meine Fernsteuerung gestohlen. Ganz recht. Und gleich seht ihr, was ich damit anstellen kann. Oh nein! Crusher benutzt meine Fernsteuerung zum Schummeln, damit er den Grand Prix gewinnt. Keine Chance. Uns besiegt er niemals. Ganz genau. Unser Team hält keiner auf. Gut, lasst uns die Fernsteuerung zurückholen und das Rennen gewinnen. Los geht's! Yeah! Woohoo!
wollen wir den Gang hochschalten. Und jetzt sind wir nicht aufzuhalten. Wir geben Gas, auf geht's und los. Ja! Yeah.